Hallo und willkommen zurück auf Benjara kocht für euch. Heute mal was ganz anderes. Heute nehme ich euch mit auf meiner Idee für Backofengemüse. So, und schaut her, ich habe hier für euch schon vorbereitet. Ich habe alles Mögliche an Gemüse klein geschnippelt. Ich möchte das in einem Bratenschlauch garen über lange Zeit. Ich werde mal gucken, was nach einer Stunde passiert, wenn ich das bei 160 Grad in den Ofen nachher schmeiße. Dann habe ich hier so eine Kochsahne, fettarm mit 7% Fett, ein paar Kräuter, mein heiß geliebtes Kräutersalz, einfach weil da schon wieder Kräuter drin sind, und Paprikapulver. Und jetzt werden wir das Ganze einfach mal hier in den Bratenschlauch reinstopfen. Ich habe das Ganze so selber auch noch nie gemacht. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe auch ehrlich gesagt mit so einem Bratenschlauch noch nie wirklich gearbeitet. Außer, dass ich mein Kinderspielzeug damit gemacht habe. Hier sind solche Verschlüsse dabei. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich mir einen kleinen Gummi hergelegt. Und da ich nachher ein bisschen Sahne reinmache, also Feuchtigkeit, ist es sehr sinnvoll, dass das ziemlich dicht ist. So, jetzt wird es lustig. Wie gesagt, ich habe das noch nie gemacht. Ich denke, ich muss das nachher großzügig zumachen, dass ich noch ein bisschen Luft drin habe und das ganze Ding noch ein bisschen durchkneten kann, damit sich das noch mal ein bisschen vermischt. Das sieht schon mal gut aus. Viel Paprikapulver, das ist lecker. Gut Salz, das ist ja Kräutersalz, deswegen können wir da auch ein bisschen mehr nehmen. Und nochmal extra Kräuter. So, wie ihr gesehen habt, ich habe alles mögliche an Gemüse drin, was man daheim so findet. Ich habe ein Suppengemüse drin, ich habe Kartoffeln drin, Paprika, Brokkoli, Zwiebeln, Lauch, Karotten sind im Suppengemüse drin, Sellerie, ich mag Sellerie ganz arg. Bin mal gespannt, wie es nachher schmeckt. Jetzt verschließe ich das Ganze. So, ich lasse das Ganze jetzt mal kurz so stehen, damit die Flüssigkeit nach unten geht. Etwas die Kräuter auflöst, weich macht, in der Hoffnung, dass ich es noch ein bisschen besser vermengen kann. So, das sieht doch schon echt lecker aus. So, ich habe das Ganze jetzt ordentlich vermengt die ganze Zeit. Man sieht, hier sind die Kräuter ein bisschen hängen geblieben. Hier ist mehr nur von der Sahne. Ich denke aber, wenn wir das jetzt einfach so backen, so backen unser Backofengemüse, dann wird es schon gar werden. Ich werde das jetzt
erstmal noch in den Kühlschrank stellen, weil es ist Abend, das ist unser Mittagessen für morgen. Stelle ich dann den Backofen-Timer und stelle es rein. Schau mal nach einer Stunde, wie es aussieht. Und je nachdem gebe ich ihm noch eine Stunde. Die Zeit spielt ja oft einen ganz großen Faktor, dass es total lecker wird. Und dann werde ich euch berichten, wie es schmeckt. Hallo! So, jetzt ist das ganze Ding im Backofen gewesen für eine Stunde. Danach habe ich es noch anderthalb Stunden im Backofen stehen lassen und jetzt ganz zum Schluss die letzte 15 Minuten noch mal kurz aufgewärmt im Backofen. Das Ganze sieht jetzt so aus, es hat schon mal sehr, sehr gut gerochen. Ich gehe jetzt her und schneide das ganze Ding einfach mal auf. Ah, herrlich. Bisschen mischen. Das Gemüse ist schön weich. Was habe ich hier? Eine Kartoffel, eine Karotte. Seht ihr mich? Jetzt probieren wir mal. Unglaublich heiß, aber unglaublich lecker. Müsst ihr unbedingt nachmachen. Ich habe hier noch die Gummis dann zum Schluss doch ausgewechselt, weil ich gemerkt habe, das wäre vielleicht blöd, wenn man Gummis in den Backofen reinmacht. Deswegen habe ich die Originalverschlüsse wieder hingemacht. So, dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.